Der Druck einer bestimmten Gasmenge bei 17 Grad Celsius beträgt 76 cm Quecksilber. Welchen Druck hat dieses Gas bei 86 Grad Fahrenheit, wenn das Volumen konstant bleibt? Schreiben wir zuerst alle Angaben auf. Die Temperatur klein t1 beträgt 17 Grad Celsius, also die Temperatur groß T1 beträgt 290 Kelvin. Der Druck P1 beträgt 76 cm Quecksilber. Wir erinnern uns, 76 cm Quecksilber entsprechen 101.396 Pascal. Diese Zahl übertragen wir also hier in die Liste der Angaben. Wir wissen auch, dass die Temperatur Theta 2 86 Grad Fahrenheit beträgt. Die Umrechnungsformel von Grad Fahrenheit in Grad Celsius oder auch andersrum ist diese da. Daraus schließen wir, dass Theta 2 gleich ist zu 9 Fünftel mal klein t2 plus 32. In dieser Gleichung ersetzen wir Theta 2 durch 86, so, und jetzt lösen wir diese Gleichung nach klein t2 auf und finden so, dass klein t2 gleich ist zu 30 Grad Celsius, also groß T2 ist gleich zu 303 Kelvin. Diesen Wert übertragen wir in diese Liste der Angaben, ist gemacht. Wir wissen auch noch, dass das Volumen konstant bleibt, also V1 gleich V2. Was wir suchen, ist der Druck P2, den wir in Pascal ausdrücken werden. Dazu haben wir die ideale Gasgleichung zur Verfügung. Hier ist der Zustand 1 von dem Gas mit den Parametern P1, V1 und T1 und das ist der Zustand 2 von dem Gas mit den Parametern P2, V2 und T2. Aus der idealen Gasgleichung schließen wir, dass P1, V1 auf T1 gleich sein muss zu P2, V2 auf T2, weil beide Brüche gleich zu n mal r sind. Wir wissen auch, dass V1 gleich V2 ist. Das Volumen bleibt ja konstant. Aus diesen zwei Gleichheiten können wir also schließen, dass P1 auf T1 gleich ist zu P2 auf T2. Und das wiederum führt zu P2 gleich T1 mal T2 geteilt durch T1. Jetzt brauchen wir nur noch diese drei Größen durch die bekannten Werte zu ersetzen. Das führt dann zu dieser Rechnung und zu dieser Antwort. Also der Druck P2 beträgt ungefähr 105.941 Pascal.